Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Wir sind noch immer beim zweiten Thema, der Wettbewerb der Rechtsformen und das internationale Gesellschaftsrecht. Ein organisatorischer Hinweis: In eCampus habe ich jetzt auch Probeaufgaben zu den ersten drei Themen reingestellt. Das wären so typische Klausuraufgaben, damit Sie mal sehen, was man am Ende der Veranstaltung können muss. Die können Sie sich angucken und die können Sie lösen und mir dann etwaige Lösungsvorschläge per E-Mail zuschicken. Im Prinzip sollten Sie das alles locker hinkriegen. So, wir haben vergangene Woche gesprochen über die USA, haben festgestellt, die haben eine einheitliche Sprache, die haben eine weitgehend einheitliche Rechtstradition und die haben, wie soll man sagen, keine physischen Grenzen zwischen einzelnen Staaten. Dadurch ist da Wettbewerb relativ günstig und leicht möglich. Nun leben wir aber nicht in den USA, sondern in der Europäischen Union. Und wir wissen alle, in Europa ist das anders. Inzwischen haben wir auch wieder physische Grenzzäune, dank der Flüchtlingskrise. Trotzdem will die Europäische Union einen durchgängigen Markt für Waren, Kapital und Dienstleistungen mit der Annahme, dass man grenzüberschreitend ohne Hemmnisse handeln können soll. Das interessiert uns heute aber nicht so sehr. Heute interessiert uns eher der Punkt, der hier unten steht, nämlich die Niederlassungsfreiheit. Die Europäische Union garantiert den Unternehmen, ihren Mitgliedstaaten auch, dass sie theoretisch frei ihren Hauptverwaltungssitz in jedem Mitgliedstaat unterbringen können. Das heißt, egal ob in Deutschland, Frankreich, Belgien oder Niederlanden, man kann überall seine Firma gründen und dann europaweit handeln. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU zwei Wege. Der erste Weg ist Harmonisierung, denn wenn überall das gleiche Recht gilt, hat man auch keine Import-Export-Probleme, weil es eh das gleiche ist. Der zweite Schritt ist der schwierigere, der Abbau von gezielten Beschränkungen. Bei Waren ist das einfach, wenn man keinen Zoll zahlen muss, kann man leicht Sachen importieren. Bei Unternehmen ist die Sache allerdings deutlich schwieriger. Die ökonomische Literatur hat sich relativ intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Europäische Union Rechtsformen harmonisieren soll, das heißt, ob sie dafür sorgen soll, dass die Rechtsformen in allen Mitgliedstaaten gleich werden. Nur zum Hintergrund, die EU darf das, der AEUV sagt, die Europäische Union darf Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit erlassen und zwar insbesondere Schutzbestimmungen koordinieren, also Schutz der Gläubiger oder der Gesellschafter und Schranken schrittweise aufheben. Das heißt, sie darf harmonisieren, es gibt eine Ermächtigungsgrundlage. Will die EU das harmonisieren? Im Jahr 1968 hat sie gesagt, gerade bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist das Ganze besonders dringlich, da die Tätigkeiten von Gesellschaften oft über die Grenzen des nationalen Hoheitsgebiets hinausreichen und damit auch für die Ausländer Gefahren bestehen. Gut, die darf harmonisieren, sie will harmonisieren, sie hatte 50 Jahre Zeit. Was ist dabei rausgekommen? Nun, im Grunde eine Art Flickenteppich. Das können Sie sich so vorstellen, hier mal eine Richtlinie, da mal eine Richtlinie und man hat am Ende so eine Art Mosaik. Das Ganze hat ein bisschen was von so griechischen Ruinen, insoweit, als man halt extrem viele Lücken hat. Und überall, wo Lücke ist, da gilt dann wiederum das nationale Recht. Das heißt, das ist nicht harmonisiert. Da kann jeder Mitgliedstaat machen, was er will. Gut. Harmonisierung klingt intuitiv gut, weil sie sorgt dafür, dass alle gleich behandelt werden. Und sorgt für eine gewisse Rationalisierung. Um es ganz trivial zu sagen, Staaten arbeiten grundsätzlich nicht gewinnorientiert, sondern sie arbeiten wohlfahrtorientiert im Sinne von glücksorientiert. Das bedeutet, sie wollen, dass ihre Bürger möglichst zufrieden sind und dass die Bürger das mit möglichst wenig Kosten haben. Und um das zu finanzieren, nimmt der Staat Geld und investiert in Theater, in Schwimmbäder und ähnliche Sachen, die die Bürger glücklich machen, die aber Geld kosten, ohne dass eine entsprechende Gegenleistung von den jeweiligen Bürgern erbracht wird.
Wir haben also hohe soziale Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden, während individuell die Kosten niedrig gehalten werden. In dem Moment, wo wir harmonisieren, können wir diese Kleininteressen der Einzelstaaten ausklammern, denn die EU hat kein Interesse daran, dass in Düsseldorf irgendwie irgendwelche Gebäude gebaut werden oder dass in Bonn irgendwelche Parks schön bepflanzt werden. Dadurch werden auch die Lobbyarbeiten schwieriger. Die deutsche Notarlobby hat in Brüssel einen deutlich schwierigeren Stand als in Berlin, einfach deshalb, weil sie in Brüssel einen deutlich niedrigeren ökonomischen Einfluss hat. Das heißt, wenn es keinen Notar gibt, dann ist das für den europäischen Binnenmarkt kein großes Problem, für den deutschen Markt hingegen schon, weil das viele Arbeitsplätze sind. Dann, wenn ich alles gleich habe, habe ich auch keine Hemmung, mit Ausländern Verträge zu schließen. Wir haben letzte Stunde gesehen, es ist manchmal etwas schwierig, mit Gesellschaften zu kontrahieren, wo man keine Ahnung von der Rechtsform hat. Wenn sich die deutsche GmbH weltweit durchgesetzt hätte, würden sie gar nicht wissen wollen, ob die in Deutschland sitzt, in Belgien sitzt, in Polen sitzt oder in China sitzt. Das heißt, mit bekannten Rechtsformen kontrahiert man eher. Wenn alles gleich ist, hat man also auch keine Probleme. Und das letzte Argument ist, weil es 28 Mitgliedstaaten sind, ist die Einigung auch sehr aufwendig. Und eine Sache, die durch so viele komplizierte Prozesse gelaufen ist, muss im Zweifel besser sein als eine Sache, die mal eben spontan entschieden wird. Man hat also eine größere Verlässlichkeit. Die EU ändert nicht von heute auf morgen ihre Richtlinien, während im Deutschen Bundestag hat man ab und zu Panikgesetzgebung. Wenn es eine Finanzkrise gibt oder Ähnliches, neigt man dazu, Panikmaßnahmen zu machen. Die Harmonisierung sorgt für einen festeren Rahmen. Das heißt, sie verhindert, dass man Schockreaktionen hat. Das kann man aber auch negativ formulieren. Wenn die Änderung so schwierig ist, führt das zu einer Versteinerung. Man kann nicht auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Wenn man es einmal reingeschrieben hat, bleibt im Zweifel auch 40 bis 50 Jahre drin. Das praktischere Problem ist, was uns Juristen immer beschäftigt, sie können alles Mögliche ins Gesetz reinschreiben. Was der Jurist daraus macht, wissen sie nicht. Und bei der EU haben wir das Problem, wir haben zwar den EuGH als einheitliche Auslegungsinstanz, der ist aber extrem langsam. Und trotz der Vorlagepflicht, das wissen Sie vielleicht aus dem Kaufrecht zum Beispiel, legen die Gerichte nicht gerne Sachen dem EuGH zur Entscheidung vor. Und das heißt, wir haben die Gefahr, dass wir zwar einheitliches Recht haben, aber jeder Staat dieses einheitliche Recht anders anwendet und so doch verschiedene Ergebnisse rund durchkommen. Und schließlich haben wir die Gefahr einer Über- und Unterregulierung im Sinne von, dass vielleicht überhöhte Vorgaben getroffen werden, die sich als überflüssig herausstellen, dass man aber keine Möglichkeit hat, das Rad zurückzudrehen, eben wegen dem politischen Einigungsprozess, der auf der Europäischen Union sehr schwierig ist. Frage: Nützt das alles was? Wir haben jetzt die Europäische Union schon eine Weile da, die Hemmungen gegenüber ausländischen Gesellschaften bestehen aber immer noch. Das heißt, wenn Sie einen Handwerker beauftragen, der als SPZOO organisiert ist, haben Sie eher Zweifel, als wenn er eine GmbH oder eine AG ist. Selbst bei einer BV oder einem Limited hat der Deutsche eher Hemmungen als bei einer UG haftungsbeschränkt. Das heißt, trotz aller Bemühungen, die psychologischen Hemmschwellen haben wir noch nicht abbauen können. Das Hauptproblem, was deutsche Juristen aber immer haben, ist der Anpassungsaufwand. Wenn Sie zum Beispiel BGB gelernt haben im Jahr 1999, haben Sie die Schuldrechtsreform leider verpasst und Sie mussten sich anpassen, das heißt, Sie mussten Fortbildungen besuchen und Sie mussten neues Schuldrecht lernen. Und dasselbe haben wir im Gesellschaftsrecht auch. Wenn wir jetzt eine neue Aktionärsrechte-Richtlinie kriegen, wird das Gesellschaftsrecht geändert und alle Anwälte müssen umschulen. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Die Kommentare müssen neu geschrieben werden, gut ist für die Professoren, gut, die verdienen damit ihr Geld. Die Gerichte haben das Problem, alte Entscheidungen passen nicht mehr zur aktuellen Rechtslage. All das ist Anpassungsaufwand und der muss auch irgendwie eingepreist werden. Die Kosten zahlt im Zweifel auch wieder der Unternehmer. Und last but not least, natürlich, wenn Sie einmal anfangen zu harmonisieren, besteht die gute Tendenz zu sagen, ach, das muss auch noch mit rein, denn wenn das unterschiedlich ist, funktioniert das nicht. Das heißt, letztendlich droht alles vereinheitlicht zu werden und alles
nach Brüssel abzuwandern und alle Kompetenzen aus Deutschland abgezogen zu werden. Wir werden sehen, wie das weiter läuft. Ja, die EU darf harmonisieren. Sie hat harmonisiert, insbesondere Kapitalmarktrecht, bestimmte Gläubigerschutzaspekte, die wir uns gleich noch näher angucken werden, und Rechnungslegungsrecht, das heißt das Offenlegungsrecht, damit ich gucken kann, wie viel Geld rein und rausgegangen ist und wie das Unternehmen so steht. Grundsätzlich senkt die Harmonisierung die Kosten für Unternehmen, weil sie können Tochtergesellschaften in anderen Staaten gründen, wissen, wie es schon läuft. Es senkt auch den Aufwand zur Finanzierung, denn man gibt eben Gesellschaften, die man kennt, eher Kredit, ohne sich informieren zu müssen, oder man investiert Geld da rein. Zudem senkt es die Flexibilität, das heißt, ich habe nicht mehr 28 verschiedene Gesellschaften, sondern nur noch eine zur Auswahl. Das heißt, es senkt auch meine Auswahl, denn ich habe nur noch das Standardprodukt. Die Administrativkosten habe ich angesprochen. Ich muss es einheitlich auslegen, das heißt, ich muss es dem EuGH vorlegen, das verzögert die Verfahren. Und es verursacht Anpassungsaufwand, die Leute müssen umgeschult werden. Schließlich, die Eigeninteressen der Mitgliedstaaten verhindern eine Vollharmonisierung, denn die Mitgliedstaaten wollen ihre Eigeninteressen natürlich weiter beibehalten, ihre Braunkohle, ihre Steinkohlebergwerke, ihre Atomkritik, ihre Umweltverschmutzung, und da sorgen die Mitgliedstaaten schon dafür, dass nicht alles nach Brüssel abwandert. Das bringt uns dann zu der Frage, hat die EU was für den Wettbewerb getan? Wettbewerb jetzt nicht im Sinne von Herrn Zimmer, im Sinne von Produktmarkt, sondern Wettbewerb im Sinne von Rechtswettbewerb, Wettbewerb der Rechtsordnungen. Wenn Sie sich erinnern, USA, eine Sprache, eine Rechtstradition, keine Grenzen. Die EU, jeder Staat seine eigene Rechtstradition. Wir haben Großbritannien mit einem Common Law System, was Case Law ist. Wir haben die Franzosen und die Deutschen, die ganz stark auf Kodifikation gesetzt haben, wo alles im Gesetz steht. Und wir haben Staaten, die Mischsysteme haben. All das finden wir in der EU. Die Sprache, 28 Staaten, 27 Amtssprachen der Europäischen Union. Das heißt, auch da ist irgendwie kein gemeinsamer Nenner. Kultur, Sie wissen, die haben sich alle mal bekriegt. Es gab einen Ersten Weltkrieg, es gab einen Zweiten Weltkrieg und auch davor war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind also Staaten, die es nicht leiden können. Und, um es juristisch zu sagen, diese Staaten folgten auch bis auf Großbritannien der Sitztheorie. Das heißt, die sagten, wer bei uns seine Hauptverwaltung hat, der muss auch unseren Normen folgen. Insgesamt also eine sehr wettbewerbsfeindliche Ausgangslage. 1968 hat man versucht, einen Staatsvertrag zu schließen, der sagt, wir erkennen alle unsere Rechtsformen gegenseitig an. Der ist grandios gescheitert. Eben an diesen vier Hauptproblemen. Jetzt können Sie sich denken, okay, dann halt Pech, dann gibt es keinen Wettbewerb. Aber unabhängig von der EU gab es selbstverständlich Wettbewerb um den Preis von Produkten. Sie kennen das mit Made in China oder Made in Germany. Da steht dann drin, wo es hergestellt ist. Und die Leute interessieren sich vor allen Dingen für den Preis. Und der Preis setzt sich zunächst mal zusammen aus dem Gewinn. Der Gewinn ist das, was der Verkäufer oder Hersteller am Ende raus hat. Hinzu kommen die Steuern, das ist, was der Staat als Kompensation für die Grundressourcen verlangt, das heißt Sachen wie Verkehrsanbindung, Verhinderung von Diebstahl und Ähnliches. Dann kommen natürlich die normalen Kosten, Personal, Material etc. Und nun kommen aber auch die Verwaltungskosten für die jeweiligen Rechtsformen hinzu. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, müssen Sie jedes Jahr einen Abschlussprüfer bestellen? Welche Informationen müssen Sie offenlegen? Wie technisch aufwendig ist dieser Prozess? Müssen Sie Rückstellungen bilden? Wie viele Anwälte brauchen Sie, um Ihr Unternehmen vernünftig zu betreiben? Und diese Kostenfaktoren führen dazu, dass der Preis höher oder niedriger wird. Natürlich ab einem gewissen Volumen fallen diese Sachen kaum noch ins Gewicht. Das heißt, wenn Sie 1 Milliarde Paar Autos verkaufen, haben Sie kein Problem.
Wenn Sie dagegen Billigprodukte verkaufen und oder nur wenig verkaufen, spielen diese Administrativkosten eine hohe Rolle, insbesondere in der Bauindustrie. Das heißt, wir haben immer einen mittelbaren Wettbewerb. Wenn Sie an einem Standort billiger produzieren können, können Sie billigere Produkte anbieten. Und billigere Produkte heißt, Sie können die Produkte aus dem einheimischen Staat verdrängen. Kennen Sie alle, die chinesischen Hemden sind billiger als die deutschen, also werden Hemden in China produziert. Oder, das ist auch der Grund, warum keine Smartphones in USA oder Deutschland hergestellt werden, sondern das alles in asiatischen Staaten, weil es da schlicht billiger ist. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das wusste man schon im 19. Jahrhundert. Und das hier ist der Vater der deutschen GmbH, Herr Oechelhäuser, und der hat gesagt, das Land, welches die sichersten, einfachsten und mannigfaltigsten Rechtsformen für die Vereinigung von Kapital und Personen bietet, muss einen wirtschaftlichen Vorsprung gewinnen. Und wenn Sie jetzt denken, das ist ein Rechtschreibfehler auf dieser Folie, wirtschaftlich schreibt man doch nicht mit TH, doch damals schon. Das ist ein Wortzitat und Sie wissen, die schöne deutsche Rechtschreibung, die war damals noch nicht ganz so schön. Das BGB hatte auch so ein paar schöne Schreibfehler drin. Na, heute Schreibfehler, ex post betrachtet. Also, die Idee ist, Sie brauchen nicht die Zulässigkeit der fremden Rechtsform. Es reicht, wenn Sie das Produkt importieren können. Dann werden Unternehmen immer ihren Sitz dahin machen, wo sie am billigsten produzieren können. Und da spielen auch die Kosten der Rechtsform eine Rolle. Ja, Kosten der Rechtsform hier gelb markiert. Gut, das wäre mittelbarer Wettbewerb. Mittelbarer Wettbewerb ist aber nicht das, was die EU haben möchte. Die EU interessiert sich eher für den unmittelbaren Wettbewerb, das heißt für den Import der Rechtsform. Eine Limited, die in Großbritannien nur einen Briefkasten hat und ausschließlich in Deutschland tätig ist. Und das Ganze kam zum ersten Mal zum Tragen in einer Entscheidung des EuGH, wo eine britische Gesellschaft aus steuerlichen Gründen ihren Sitz nach Holland transferieren wollte. Sie sehen, links Großbritannien, rechts Holland. Und der EuGH hat gesagt, das kann ja nicht gehen, denn die Existenz eines Unternehmens hängt vom Recht des Gründungsstaates ab. Der Gründungsstaat sagt, ich verleihe euch die Rechtsfähigkeit, so als Gott gegeben. Und der Staat, der einem die Rechtsfähigkeit verleiht, kann sie einem auch wieder wegnehmen. Das heißt, ohne Zustimmung der Briten darf ich nicht nach Holland gehen. Oder um es mit den Worten des EuGH zu sagen, die Niederlassungsfreiheit gewährt Gesellschaften kein Recht, den Sitz ihrer Geschäftsleitung unter Bewahrung ihrer Eigenschaft als Gesellschaft des Mitgliedstaats ihrer Gründung zu verlegen. Das heißt, ich kann meine Rechtsform nur dann mitnehmen, wenn der Staat, wo ich herkomme, das erlaubt. Der Herkunftsstaat erlaubt mir, es zu gehen. Die spiegelbildliche Entscheidung kam bald darauf in einem Urteil, das bezog sich auf ein Unternehmen, das hieß Centros Limited. Das müssen Sie sich so vorstellen, zwei Dänen fahren in Urlaub nach England und gründen mal ebenso, nachdem sie den Tower besichtigt haben, eine britische Gesellschaft. Und diese britische Gesellschaft kriegt eine Adresse, die haben wir am Anfang gesehen, diesen Briefkasten, den 20 Aufklebern, und dann gehen die nach Dänemark zurück und verlangen, dass diese Gesellschaft als Zweigniederlassung ins dänische Handelsregister eingetragen wird. Nochmal, in Großbritannien gibt es den Briefkasten, die Unternehmer sitzen in Dänemark und machen da ihre Geschäfte. Und sie wollten die Eintragung als Zweigniederlassung der englischen Gesellschaft. Das dänische Gericht sagt, Zweigniederlassung setzt begrifflich und voraus, dass es eine Hauptniederlassung gibt. Und die einzige Hauptniederlassung könnte hier Großbritannien sein und da habt ihr nichts mit zu tun. In Großbritannien gibt es einen Briefkasten. Ein Briefkasten kann nie die Hauptniederlassung sein. Andere Ansicht der EuGH. Man darf die Eintragung nicht verweigern, wenn die Zweigniederlassung es der Gesellschaft ermöglichen soll, ihre gesamte Geschäftstätigkeit im fremden Staat auszuüben. Eine Zweigniederlassung kann auch eine Hauptniederlassung sein. Sie müssen im Herkunftsstaat schlicht nichts haben, außer der Eintragung ins dortige Register. Das reicht völlig. Dann sehen wir jetzt endlich mal Deutschland.
Die Deutschen haben das bisher alles ganz entspannt gesehen und gesagt, guck mal, was da kommt. Dann kam es zum Schwur. Es gab eine niederländische Gesellschaft, deshalb links die Windmühlen. Und diese niederländische Gesellschaft war ausschließlich in Deutschland tätig. Die hatten in den Niederlanden wieder nichts zu tun. Und dann gab es einen Streit in Düsseldorf. Und dieser Streit führte zu dem praktischen Problem, dass das deutsche Gericht sagte, es gibt euch gar nicht, ihr seid gar nicht parteifähig vor dem Zivilprozess. Warum? Weil die sagen, in Deutschland gilt die Sitztheorie und in Deutschland gibt es nur Gesellschaften, die im deutschen GmbH-Recht, Aktienrecht oder HGB drinstehen. Im deutschen Recht taucht der Begriff BV aber nicht auf, also gibt es euch nicht. Das Ganze ging bis zum BGH und der BGH hat es dann wiederum dem EuGH vorgelegt. Und der EuGH hat gesagt, das wäre ein Skandal. Natürlich muss ich die Gesellschaften aus den anderen Staaten genauso akzeptieren, wie sie in ihrem Herkunftsstaat akzeptiert werden. Wenn also die Niederländer sagen, eine BV ist rechtsfähig, dürfen die Deutschen das nicht anzweifeln. Wir müssen die Gesellschaft aus dem Ausland genauso behandeln, wie die Ausländer sie im Heimatstaat. Ja? Auch das alles nicht so schwierig. Das heißt, sie nehmen ihre Rechtsfähigkeit mit. Solange der Herkunftsstaat sie gehen lässt, können sie überall hin. Die Holländer hatten das versucht, was ich Ihnen ganz am Anfang der letzten Stunde gezeigt habe in den USA. Sie haben nämlich gesagt, eine Gesellschaft, die nur Briefkastengesellschaft ist, darf in Holland tätig werden. Sie ist auch rechtsfähig und parteifähig, aber sie muss ein Mindestkapital einzahlen, was der holländischen GmbH entspricht. Mit der Idee, man soll nicht sozusagen verramschen, indem man ausländische Gesellschaften ohne Anforderungen in den Niederlanden einsetzen kann. Auch da sagt der EuGH, das geht nicht, denn hier gilt der Grundsatz, wenn das für die Engländer genügt, dass die kein Kapital haben, muss euch das auch genügen. Zweites Argument, es steht ja immerhin dran, limited, wenn es ausländisch ist, dann ist der Verkehr ja hinreichend gewarnt. Damit war klar, ich kann eine Briefkastengesellschaft gründen und kann überall in der EU was machen, ohne dass die Staaten was dagegen tun können. Ich kann also eine Limited gründen und in Deutschland alleine tätig werden. Folgefrage war nur, wenn ich jetzt blöderweise eine deutsche GmbH gegründet habe, komme ich aus der GmbH wieder raus und kann sozusagen aus der GmbH eine Limited machen. Das heißt, die Möglichkeit zu wechseln. Nochmal, bisher war der Grundsatz, das ist ähnlich wie, wenn Sie Porsche-Fahrer sind, dann fahren Sie Ihr Leben lang Porsche. Jetzt war die Frage, können Sie umsteigen? Können Sie aus Wasser Wein machen oder können Sie aus einer GmbH eine Limited machen? Und der Fall stellte sich im Zusammenhang mit einer Luxemburger Gesellschaft. Das ist links Luxemburg, also dieser Blick oben in dieses Tal. Und die Antwort des EuGH lautet, ja, es muss möglich sein, eine deutsche Gesellschaft und eine Luxemburger Gesellschaft aufeinander zu verschmelzen. Sodass am Ende nur noch eine Luxemburger bzw. eine deutsche Gesellschaft übrig bleibt. Das heißt, die eine verschwindet und die andere bleibt übrig. Das heißt, sie können aus einer Limited eine GmbH machen oder eine GmbH zur Limited, indem sie beiden aufeinander verschmelzen. Jetzt wird es langsam schwierig. Was kann man noch machen? Nun, jetzt gab es die Ungarn. Und die Ungarn waren ganz schlau. Sie wollten nämlich aus dem ungarischen Handelsregister gelöscht werden und sich ins italienische Handelsregister eintragen. Sie wollten aber nichts anderes ändern. Sie wollten einfach nur die Registergebühren sparen und sagen, warum sollen wir denn noch so eine Briefkastensache haben? Wir nehmen einfach die ungarische Gesellschaft. Unser Briefkasten ist dann aber auch in Italien. Das heißt, in Ungarn gab es nichts, sollte es nichts mehr geben und alles sollte in Italien sein. Und der EuGH sagt, das gibt es nicht. Ihr müsst zumindest diesen letzten Anknüpfungspunkt, der darin besteht, dass ihr einen Briefkasten da habt und da im Register steht, den müsst ihr behalten. Ihr könnt nicht alles aufgeben. Ein Faden muss euch noch mit dem Herkunftsstaat verbinden. Wenn ihr den durchschneidet, dann gibt es euch nicht. Was aber geht, ist, ihr dürft wegziehen
und dürft zu einer italienischen Gesellschaft werden. Oder umgekehrt, das war in einem Fall danach, eine italienische Gesellschaft kann sich in Ungarn eintragen lassen als Nachfolgerin einer italienischen Gesellschaft. Das geht, weil das im Grunde nur eine Folgerung der Verschmelzung ist. Die hätten ja auch direkt erst die ungarische gründen können und dann die italienische darauf verschmelzen. So, das müssen wir nicht im Detail wissen, das war jetzt nur mal so der Schnellkurs Europarecht. Die Zusammenfassung lautet wie folgt: Sie können, wenn Sie ein neues Unternehmen gründen, eine Gesellschaft nach einer Rechtsform von jedem anderen Mitgliedstaat gründen. Sie haben also die Wahl, deutsche GmbH, britische Limited, niederländische BV, polnische SPZOO, was auch immer Sie haben wollen. Sie haben das komplette Sortiment. Und Sie haben zweitens die Möglichkeit, wenn Sie schon eine deutsche GmbH gegründet haben, durch Verschmelzung daraus eine andere Rechtsform zu machen. Sie können also aus der GmbH eine britische Limited machen oder aus der Limited eine GmbH. Jetzt die spannende Frage: Hat das was gebracht? Und diese beeindruckende Kurve wird Sie jetzt verwirren. Diese Kurve soll nämlich sagen, von den neu gegründeten Unternehmen in Deutschland, wie viel Prozent waren nicht deutsche Rechtsformen, sondern britische Limited? Und diese Kurve sagt, es fing mal bei fast null an und es endete irgendwo bei 20% und danach ging es wieder runter. Diese Kurve sollte Ihnen zwei Fragen aufwerfen. Die erste Frage ist, woher weiß man denn, wie viele Limited gegründet worden sind für den deutschen Markt, also wie viele der Limited in Deutschland tätig sind. Das heißt, die erste Frage ist, wo kriegen Sie die Daten her, die in dieser Kurve aufgetragen sind? Die Zahl der deutschen GmbH ist relativ leicht ablesbar, da gucken Sie im Handelsregister nach, wie viele GmbH es gibt, da kriegen Sie eine Zahl. Da steht dann da 1,2 Millionen ungefähr. Die Frage ist, dasselbe können Sie in Großbritannien auch machen, Sie können gucken, wie viele Limited es in Großbritannien gibt, aber wie kriegen Sie raus, wie viele dieser Limited in Deutschland tätig sind. Und der erste Ansatz dafür war, es gibt eine Richtlinie der EU, die sagt, immer dann, wenn Sie eine Zweigniederlassung haben, müssen Sie die da eintragen, wo Sie tätig sind. Also jede Zweigniederlassung muss im Handelsregister stehen. Und Sie haben eben gesehen, bei diesem Centros-Beispiel, das kann man machen, man kann einen Antrag stellen, bitte tragen Sie mich ein, ich bin britische Limited und habe Geschäfte in Deutschland. Diese Methode hat ein praktisches Problem. Die Eintragungsquote der Limited in Deutschland liegt bei geschätzt 2-5%. Das heißt, 95-98% erfüllen diese rechtliche Pflicht nicht. Warum tun sie das nicht? Weil die einzige Sanktion ist Zwangsgeld durch das Registergericht und das Registergericht erfährt davon ja gar nicht, dass es diese Gesellschaft gibt in Deutschland, also ist das Ganze faktisch sanktionslos. Das heißt, diese Eintragung, die es leicht machen würde, die Zahl zu kriegen, findet faktisch nicht statt. Dann fragt man sich, wie kann man es noch machen? Man könnte die Daten vom Finanzamt kriegen. Denn anders als die Registergerichte sind die Finanzämter sehr dahinterher, dass Leute ihre Steuern zahlen. Das heißt, die finden relativ schnell raus, ob irgendjemand ein Unternehmen hat und seine Gewerbesteuer nicht zahlt. Nur seine Einkommensteuer. Das Problem dabei ist, die Finanzämter geben diese Daten nicht raus. Die sind nicht öffentlich. Das heißt, da kommen sie nicht dran. Das heißt, auch diese Datenquelle scheidet aus. Also fragen wir uns, wo kommt diese Kurve her, die immerhin da ist. Die sehen Sie auf dieser Folie. Und die Antwort lautet, man hat da brillante Methode entwickelt. Methode 1 ist die Hochrechnungsmethode, die sagt, wir nehmen einen relativ kleinen Ort, gucken, wie viele Limiteds wirklich eingetragen sind und gehen dann durch die Straßen und gucken, wie viele wirklich da sind. Und dann haben wir eine Quote, die ich eben gesagt habe, ungefähr 92% sind nicht eingetragen. Also können wir hochrechnen. Wenn wir gucken, wie viele insgesamt in Deutschland eingetragen sind, rechnen wir hoch, auf wie viele es sein müssten, wenn wir die Dunkelziffer berücksichtigen. Diese Präzision hat ungefähr so viel wie Würfeln. Das heißt, Sie können auch einfach Zufallsgenerator anwerfen. Also diese Hochrechnungsmethode kann nicht funktionieren. Also jeder Statistiker wird sich die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht nicht. Denn es ist nicht repräsentativ, wenn Sie irgendwie ein Dorf in Bayern nehmen und gucken, wie viele Limiteds da gibt und sagen, das ist deutschlandweit dann wohl genauso. Zweitens,
Die Methode ist ein etwas spannender. Man ist hingegangen und hat dann geguckt, erstens, wie viele Limited sind Briefkastengesellschaften in Großbritannien? Wie kriegt man das raus? Indem man die Geschäftsanschriften vergleicht. Also das heißt, wie viele Leute haben dieselbe Postanschrift? Dann im zweiten Schritt hat man geguckt, wie viele von diesen Gesellschaften haben jemanden als Director benannt mit einer Anschrift in Deutschland. Und dann hat man diese beiden Daten konsolidiert und hat festgestellt, okay, das führt zu so und so viel Unternehmen. Und dann hat man das verglichen mit den deutschen GmbHs. Dann kommt man zu dieser Kurve. Eine andere Methode besteht darin, dass man guckt, welche Namen sind typisch deutsch. Ja? Und damit will man halt auch Leute haben, die irgendwie Strohmänner in England haben und ähnliches, die sollen auch noch mit erfasst werden. Dann kommen sie auch noch auf ein paar Prozent mehr. Unabhängig davon, welche Methode Sie anwenden, was unstreitig zum Ausdruck kommt, ist dieser Knick, den Sie hier sehen, ungefähr 2007. 2007 bricht die Kurve radikal ein. Und Sie sehen, wir sind jetzt ungefähr wieder 2011 auf dem Stand von 1997. Und die Frage, die Sie sich stellen sollten, ist, wie kann das sein? Die einfache ökonomische Erklärung ist, entweder ist die Limited schlechter geworden oder das deutsche Recht ist besser geworden. Das wäre die naheliegende Aussage. Denn wenn das eine Produkt schlechter wird, dann weiche ich halt wieder zu einem billigeren Produkt aus. Die Antwort ist aber deshalb problematisch, weil sich im Recht 2007 nichts verändert hat. Die ersten Änderungen kamen im November 2008. Das heißt, weder die Limited noch die GmbH haben inhaltliche Veränderungen erfahren. Man ist der Meinung, es gibt insgesamt 5 denkbare Erklärungen. Die erste Erklärung ist, die Leute haben erkannt, dass eine Limited auch laufende Kosten verursacht. Laufende Kosten, dass sie für den Briefkasten bezahlen müssen, den sie ja nicht haben, wenn sie eine deutsche GmbH haben. Laufende Kosten weiterhin, weil sie jedes Jahr einen Jahresabschluss einreichen müssen. Laufende Kosten weiterhin, weil sie möglicherweise Geschriftverkehr mit Großbritannien abwickeln müssen. Dafür müssen sie Englisch können. Das heißt, das sind laufende Kosten. Und Sie brauchen vielleicht auch einen Anwalt, der sich mit der Limited auskennt. Und da gibt es auch nicht so viele von in Deutschland. Das Zweite, was die Leute sagen, ist, vielleicht hat auch jemand gemerkt, die Limited ist gar nicht so cool, weil die Limited gilt nur für Gesellschaftsrecht. Sie müssen trotzdem deutsche Umsatzsteuer bezahlen. Sie unterliegen trotzdem deutschem Insolvenzrecht. Das heißt, allein die Wahl einer ausländischen Rechtsform erspart Ihnen nicht das deutsche Recht, sondern es ist wirklich ein kleines Fragment, was sozusagen nach englischem Recht geht, aber drumherum ist immer noch alles deutsch, schwarz, rot, gold, wie immer. Dann in der zweiten Reihe, auch die Engländer haben etwas, was die Rechtsform nicht ganz attraktiv macht. Wenn sie in Großbritannien ihren Jahresabschluss nicht offenlegen, das heißt nicht online bereitstellen, dann werden sie schlicht automatisch gelöscht. Dann gibt es sie nicht mehr als Rechtsform, dann verlieren sie die beschränkte Haftung. Wenn Sie das in Deutschland machen, müssen Sie halt ein Ordnungsgeld zahlen, das wird teuer, aber es gibt die GmbH noch und es gibt sie auch auf lange Zeit noch. Das heißt, die Briten kicken Sie einfach raus und wenn das ein paar Ihrer Freunde passiert ist, denken Sie sich, ich spare mir den Ärger und bleibe halt bei der deutschen GmbH. Dann kommen wir zu dem Punkt Insolvenzen. Diese Unternehmen, die hier zum Hochpunkt der Limited gegründet worden sind, waren die sogenannten 1-Pfund-Limited. Die konnten Sie online gründen, schreiben Sie hin, Limited, mit PayPal überweisen Sie 1 Pfund plus die Verwaltungsgebühr von 150 Euro und Sie haben morgen eine britische Rechtsform. Diese Dinger haben aber auch eine Kindheitssterblichkeit, würde man sagen, eine Säuglingssterblichkeit. Da gehen Sie dahin, machen mit der Limited ein Geschäft und sagen, ups, die 150 Euro sind weg, tut mir leid, ich bin pleite. Das heißt, sie werden insolvent und das spricht sich rum. Und das führt dazu, dass keiner mehr mit einer Limited Verträge machen will, außer Leuten, die in App-Stores oder sowas Spiele runterladen. Und damit sind sie nicht mehr kreditwürdig und damit sind sie für die meisten Tätigkeiten sozusagen auf der schwarzen Liste. Wenn Sie also eine Autowerkstatt als Limited betreiben, kriegen Sie keine Warenkredite mehr. Sie müssen Ihr Ersatzteil mit Vorkasse bezahlen. Das macht das Business relativ kompliziert. Das ist ungünstig. Also nehmen Sie lieber eine GmbH
kostet ein paar Euro mehr, aber das sind alles Peanuts, die müssen ja auch irgendwie ihre Hebebühne bezahlen. Und last but not least, immerhin, es gab zwar noch keine Änderungen im deutschen Recht, aber alle sprachen darüber, dass der deutsche Gesetzgeber jetzt was tun will, um das deutsche Recht attraktiver zu machen. Und darauf haben die Unternehmer gehofft, denn die Unternehmer entscheiden sich ja meistens nicht selber, sondern sie gehen zum Steuerberater und der sagt ihnen, GmbH ist coole Sache. Und wenn der Steuerberater sagt, da kommt was ganz Großes auf uns zu, das deutsche Recht wird viel besser, dann vertrauen die Leute dem und gründen halt wieder in Deutschland. Also, was können wir sagen? Die EU sagt, ich muss Gesellschaften aus dem Ausland als solche akzeptieren, ich darf keine höheren Anforderungen stellen als der Herkunftsstaat. Gleichzeitig darf ich aber den Export meiner Rechtsform verbieten. Ich kann also verhindern, dass eine GmbH in Deutschland eingetragen ist und hier noch ein Briefkasten ist. Einzige Frage ist, gibt es einen Anreiz dazu, dass ich den Export verhindere? Und die Antwort lautet nur dann, wenn ich ein schlechtes Steuerrecht habe, was nämlich besteuert danach, wo der Sitz ist und nicht danach, wo das Geld gemacht wird. Dann die Rechtsprechung sagt, ich kann auch wechseln von alter in neuer Rechtsform. Und trotz all dieser Änderungen gibt es keine große Nachfrage nach ausländischen Rechtsformen, weil der Anpassungsaufwand zu hoch ist und damit das Ganze unattraktiv ist. So, letzter Punkt in diesem Teil der Veranstaltung. Ist der Wettbewerb jetzt die Lösung all unserer Probleme? Und die Naiven oder den Ökonomen sagen, aber sicher doch, denn über Wettbewerb wissen wir sehr viel. Sagen Sie, Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren, ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Wir kennen zumindest das Nachfragegesetz. Wir wissen, es gibt Leute, die kaufen zu einem billigen Preis und es gibt wenige Leute, die kaufen zu einem hohen Preis. Wir wissen weiterhin, nach Coase ist es so, wenn wir die Transaktionskosten niedrig halten, kommt am Ende immer die effiziente Lösung raus. Das heißt, wir müssen nur den Aufwand abbauen und schon werden die Leute sich aufs optimale Ergebnis einigen. Und je mehr Wettbewerb wir haben, desto eher tendiert die Sache zum Optimum, weil eben die Leute das Optimum ausgestalten werden. Dann gibt es die Darwinisten, könnte man sagen, die sagen, wenn wir möglichst viele verschiedene Systeme haben, führt das dazu, die Besten überleben. Das heißt, wir haben eine möglichst schnelle Evolution. Wenn wir alles vereinheitlichen, dann kommt am Ende auch Einheitsbrei raus, der schlecht ist. Je mehr Flexibilität wir haben, desto angepasster sind die einzelnen Rechtsformen. Und das Ganze kann man auch anders formulieren. Wenn ein Staat eine grottenschlechte Gesellschaftsrechtsordnung hätte, dann würden Leute halt was anderes wählen. Man hat also eine Risikostreuung, man hat verschiedene Produkte. Wenn ein Produkt schlecht ist, schadet das keinem. Sehen Sie, so einfach ist das. Tja, wenn das aber alles so ist, dann würde das bedeuten, das deutsche Recht ist so gut, das geht kaum noch besser, denn die Deutschen wählen ja immerhin das Deutsche, das heißt, die nutzen den Wettbewerb nicht aus. Deshalb wird gesagt, wo liegen die Probleme? Zunächst mal, Unternehmer sind per se risikoavers bei Risiken, die sie nicht selber kontrollieren können. Unternehmerische Risiken übernehmen die, rechtliche Risiken wollen sie gerne von sich fernhalten, dafür heuern sie Anwälte an, die ihnen sagen, wie man es richtig macht. Zweitens, sie leben nicht auf einer Insel, sondern sie müssen auch ihre Produkte verkaufen und die Kunden wollen sichere Gewährleistungsansprüche. Wenn sie also einen schlechten Ruf haben als Rechtsform, haben sie möglicherweise Probleme, ihr Produkt zu verkaufen, was auch schlecht ist. Und dann haben die einzelnen Staaten immer ein Interesse daran, Wettbewerb auszuschließen, weil sie nämlich eigene Interessen haben. Der deutsche Staat möchte vielleicht seine Arbeitnehmer besonders schützen, während der britische Staat sagt, Arbeitnehmer sind uns egal, wir haben auch Sklaverei, wenn es effizient ist. Und dann wird der deutsche Staat Schutzmaßnahmen treffen, um zu verhindern, dass sie die Sklaverei wählen können und damit ihre Gestaltungsfreiheit einengen. Jetzt sagen Sie, das ist ja auch gut so. Das ist auch gut, solange es um Sklaverei geht, aber die Frage ist halt, wo die Grenze ist. Der deutsche Staat will sie ja vor sich selbst schützen und sagen, sie sollen sich nicht in Sklaverei verkaufen,
Wenn Sie aber sagen, das ist doch toll, da kriege ich jeden Morgen Essen, warum muss dann der Staat das machen, wenn es eine selbstständige Entscheidung ist? Und wie gesagt, das Sklavereibeispiel ist deshalb anschaulich, weil es eklatant unmoralisch ist. Aber bei einigen Sachen wird es halt schwierig, wenn Sie sagen, soll man Unternehmen gründen können ohne Geld? Da sagt der deutsche Staat auf keinen Fall. Der britische Staat sagt, warum nicht? Und die Frage ist halt, wer hat Recht? Wir wissen es nicht. Aber der Grundsatz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist kein tragfähiger Grundsatz für ein Wettbewerbssystem. Ökonomen haben versucht herauszufinden, was die beste Rechtsform ist. Jetzt fragt man sich, woran erkenne ich, was die beste Rechtsform ist? Dazu brauche ich ja bestimmte Werte, messbare Werte. Und ein einfacher Wert, den man machen kann, ist zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Ich kann also gucken, wie viel Geld machen die denn? Und wir unterstellen, ein Staat, der viel Geld macht, wird wohl nicht so eine schlechte Rechtsordnung haben. Man kann auch präziser hingehen und sagen, wie viele Aktien werden gekauft und verkauft oder wie verhält sich der Börsenkurs zur Unternehmensgröße. Auch das ist ein potenzieller Wert, den ich messen kann. Oder ich kann messen, wie viel Gewinn macht das Unternehmen pro Jahr, gemessen an der Unternehmensgröße. Es gibt also verschiedene Messwerte. Das Problem dabei ist, welche Erkenntnis bringt Ihnen der Messwert in einem multikausalen System? Sie können Modelle machen, die Ihnen sagen, wir gucken uns den Wert A, B, C an und den Ergebniswert D. Das nützt Ihnen nur nichts, wenn Sie keine Korrelation herstellen können. Und natürlich, Sie kennen das mit den Affen und den Schreibmaschinen, Sie kriegen immer irgendeinen tollen Chart gemalt, der irgendwelche tollen Kurven anzeigt. Aber ob der was aussagt, weiß man nicht. Wenn Sie mal ein Beispiel lesen wollen, können Sie zum Beispiel dieses Paper durchlesen. Da geht es um Anlegerschutz und Corporate Governance. Das ist ein Anti-Deutschland-Papier, könnte man sagen, wo grundsätzlich erklärt wird, das deutsche System mit Aufsichtsrat und viel Organ und viel Aufwand sei völliger Überfluss. Das würde Kosten verursachen und Aktionäre abschrecken. Wenn das amerikanische System, wo man sagt, jedes Unternehmen regelt das so, wie es will, ist viel besser, denn der Markt wird schon regeln. Wenn es schlecht ist, springen die Aktionäre halt ab. Ob das wirklich so ist, lässt sich mit Daten extrem schwer belegen. Die haben das versucht, meiner Meinung nach desaströs schlecht, aber es gibt halt solche Papers, da müssen Sie mit leben. Um das Ganze wieder auf eine etwas abstraktere Ebene zu bringen, versuche ich Ihnen mal hier zu erklären, wo die Probleme liegen. Wenn Sie ein Unternehmen haben und Sie haben die Wahl zwischen deutschem Recht und niederländischem Recht, dann müssen Sie im ersten Schritt sich informieren darüber, wo liegen die Unterschiede. Diese Kosten können Sie natürlich auf Dritte verlagern, indem Sie zum Anwalt gehen. Das Problem ist, wenn Sie zu einem deutschen Anwalt gehen, wird er Ihnen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht zu einer ausländischen Rechtsform raten. Es mag sein, dass es in Japan eine total tolle GmbH gibt, aber ich werde Ihnen trotzdem nicht raten, eine japanische Gesellschaftsform zu gründen, weil ich Sie da gar nicht beraten kann. Dann gehen Sie ja zur Konkurrenz, da verliere ich Sie als Mandanten. Also ich als Berater habe immer ein Interesse daran, Sie zu etwas zu führen, was ich kenne. Wenn Sie sich selbstständig informieren, haben Sie extrem hohe Kosten. Sie müssen ja dann erstmal die Parameter feststellen, dann müssen Sie erstmal feststellen, wie ist der Inhalt der Rechtsordnungen und dann gucken, wo sind die Vor- und Nachteile. Selbst wenn Sie diese Informationskosten überwinden könnten, hätten Sie auch die Entscheidungskosten. Denn die Entscheidungskosten sind nicht nur Sie, der jetzt als Chef entscheidet, Sie müssen ja auch denken an Ihre Anleger, die Ihnen möglicherweise Ihr Geld geben wollen. Oder an Ihre Lieferanten oder Kunden. Was denken die denn über Sie, wenn Sie das wählen? Sie müssten die ja auch noch informieren. Das heißt, auch das sind weitere Kosten, die Sie berücksichtigen würden. Und dann entscheiden Sie sich. Das ist sozusagen der Top-Level-Approach. Wonach entscheiden Sie sich, welche Rechtsordnung nehmen Sie? Und die Antwort lautet, für die, die sich spontan am schnellsten rausfinden können. Sie werden nicht viel Zeit und Geld investieren, weil es einfach zu teuer ist. Dann haben wir aber die umgekehrte Ebene. Wonach gestalten Staaten ihre Rechtsordnung? Wenn es so wäre, dass alle Unternehmen nach Rechtsordnung A gehen, würde möglicherweise der Staat B gucken, was machen die denn besser als wir. Aber der hat die gleichen Kosten, die Sie als Gründer haben. Er muss erstmal gucken, wo ist denn der Unterschied
Und dann muss er irgendwie einen politischen Konsens finden, dass sie es genauso machen. Ich habe eben gesagt, Mindestkapital zum Beispiel. Wenn die Briten sagen, sie brauchen kein Mindestkapital und die Deutschen sagen, wir brauchen 25.000, dann versuchen sie mal einen politischen Kompromiss zu finden, dass in Deutschland auch alle sagen, sie brauchen nur einen Euro. Das kriegen sie politisch kaum hin. Und wir haben vor allen Dingen hier unten das Hauptproblem. Der Staat arbeitet ja nicht wirklich autark, sondern der Staat wird gesteuert durch Lobbyarbeit. Ob sie das gut oder schlecht finden, ist eine andere Frage, aber der Punkt ist, der Staat ist nicht irgendwie der Ministerialbeamte X, der in seinem geschlossenen Kämmerchen sitzt, sondern der Staat sind Abgeordnete und Abgeordnete haben Wähler und Wähler sagen, wenn du meinen Arbeitsplatz kaputt machst, dann wähle ich dich nicht mehr. Das heißt, die Abgeordneten haben nur Interesse an der Anpassung, wenn es irgendjemand auf der untersten Ebene interessiert. Und da ist die Frage, wie kann man da vernünftig Interessen widerspiegeln? Und in der Praxis klappt das nicht. Das heißt, letztendlich, dieses brillante Modell führt dazu, dass wir keinen echten Wettbewerb haben. Es gibt noch ein zweites Problem, das kennen wir auch aus anderen Konstellationen alle schon genauer. Das Problem, dass wir hier eine Möglichkeit haben, fremde Erkenntnisse zu nutzen. Dazu hier ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand zu überwachen. Das heißt, er kriegt alle Informationen, die relevant sind, über das Unternehmen. Und in Deutschland ist es so, im Aufsichtsrat sitzen Vertreter der Arbeitnehmer. Und zwar teilweise bis zu 50%. Und wir Deutschen sagen, das ist die beste Erfindung seit dem Baguette, nein, seit der Weißwurst, denn das führt dazu, dass es weniger Streit gibt. Wenn die Arbeitnehmer sehen, wie schlecht das Unternehmen geht, sind die eher bereit, mal ein bisschen was zurückzunehmen. Oder wenn sie sehen, hier gibt es ein Problem in der Produktionskette unten, sind die eher bereit, das nach oben mitzuteilen. Das heißt, der Informationsfluss wird dadurch verbessert, dass die Arbeitnehmer oben mitreden dürfen. So rechtfertigen wir Deutschen das Modell der Arbeitnehmermitbestimmung. Jetzt wissen Sie alle, wir haben Fluggesellschaften in Deutschland. Zum Beispiel haben wir die Lufthansa und wir haben Air Berlin. Die Lufthansa ist ihres Zeichens eine deutsche Aktiengesellschaft. Das heißt, die hat diese wunderbare Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Da sitzen also Gewerkschaftsvertreter und Vertreter der Arbeitnehmerschaft im Aufsichtsrat. Die wissen also, wie es um die Lufthansa steht. Die haben Insiderinformationen und in den Tarifverhandlungen können die dann sagen, Leute, nicht übertreiben, dem Unternehmen geht es schlecht, wir können das nicht in die Pleite treiben. Es gibt aber auch zum Beispiel Air Berlin. Air Berlin ist keine deutsche Aktiengesellschaft, obwohl es Berlin heißt, sondern eine britische PLC. Ja? Eine britische PLC zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Arbeitnehmermitbestimmung hat. Das heißt, die Arbeitnehmer sind unten und die Chefs sind oben. Und da gibt es keine Verbindung zwischen. Wenn jetzt es um Tarifverhandlungen geht, sitzen aber die Arbeitgeber auf der einen Seite des Tisches und die Arbeitnehmer auf der anderen Seite des Tisches. Und Air Berlin kann einfach nur gucken, was macht denn die Lufthansa und kann sich daran anhängen. Sie brauchen also keine Arbeitnehmer und keinen optimalen Informationsfluss, weil sie können ja gucken, was die Unternehmen, die Arbeitnehmervertreter haben, tun. Sie können also abgucken und sich auf die Informationen verlassen, die andere mühsam herausgearbeitet haben. Das wäre jetzt auch alles unproblematisch, wenn es nicht so wäre, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nicht nur Gutes bringen. Auch da ist man sich einig. Arbeitnehmer und Aufsichtsrat sind andere Interessen und wenn sie mehr Interessen haben, ist es schwieriger, eine Entscheidung zu finden. Das heißt, die verlangsamen den Entscheidungsprozess und das heißt, Air Berlin kann schneller entscheiden, weil sie Arbeitnehmer nicht fragen müssen, als die Lufthansa, die bei grundlegenden Entscheidungen immer noch ihre Arbeitnehmervertreter hat, die da das Zünglein an der Waage sind und vielleicht zu radikale Entscheidungen verhindern. Deshalb kann man sich hier eine Entscheidungsmatrix aufmalen. Sehen Sie, das nennt man hier eine B-Matrix. Das kennt man hoffentlich oder auch nicht. Kennen Sie das? Ja. Haben Sie das schon mal gesehen? Eine B-Matrix. In jedem Kästchen stehen zwei Werte. Ja.
Und die zwei Werte sagen Ihnen, was die Ausschüttung ist, das heißt, wie viel Gewinn Sie machen. Und welches Kästchen würden Sie wählen? Ganz einfach, Sie wählen das Kästchen, wo Sie den optimalen Gewinn haben. Sie haben hier in diesem wunderbaren Kästchen zwei Spieler. Der eine kann Mitbestimmung oder keine Mitbestimmung und der andere kann die gleiche Entscheidung treffen. Und das Schöne an diesem Spiel ist, Sie können diese Entscheidung unabhängig voneinander treffen. Das heißt, Sie fragen nicht, was du hast, sondern jeder entscheidet für sich allein im stillen Kämmerlein, mache ich Mitbestimmung oder mache ich keine. Es ist ein nicht koordiniertes Spiel. Dann haben wir hier jeweils zwei Werte und die zwei Werte sollen Ihnen sagen, das ist die Ausschüttung des einen, das ist die Ausschüttung des anderen. Das heißt, wenn keine der beiden Mitbestimmungen macht, kriegen beide einen Gewinn von 8 Euro ausgeschüttet. Acht, ja, acht Geldeinheiten. 8 Milliarden Euro, ja, wenn wir eine Größenordnung haben. 8 Milliarden Euro hier. Wenn beide Unternehmen Mitbestimmung haben, kriegt jeder 10 Milliarden Euro. Ja, das heißt mehr. Und jetzt kommt das Spannende an diesem Schaubild. Wenn Sie keine Mitbestimmung haben und der andere hat Mitbestimmung, dann kriegen Sie 12 ausgeschüttet, weil der andere hat den Bremsklotz am Hals und ein Teil des Gewinns wird auf Sie verlagert. Dasselbe gilt umgekehrt. Das heißt, wenn der andere Mitbestimmung macht und Sie nicht, machen Sie immer einen Gewinn. Und jetzt wissen Sie alle, was kommt raus, wenn beide Spieler sich rational verhalten, welches Ergebnis wird rauskommen? Das ist ein sogenanntes Gefangenendilemma. Ja, in der Tat, es kommt unten rechts die Ecke raus, keiner wird Mitbestimmung machen, das heißt, wir haben das suboptimale Ergebnis. Jetzt, warum interessiert uns das? Wir denken ja hier volkswirtschaftlich, was wäre das für den Gemeinwohlstand optimale Ergebnis? Sehr schwierig. Ja? Ja, in der Tat, wenn beide Mitbestimmungen haben, haben sie 10 plus 10 gleich 20. Wenn keiner Mitbestimmung hat, haben sie 8 plus 8 sind 16. Und wenn nur einer Mitbestimmung hat, haben sie 12 plus 7 sind 19. Das heißt, das optimale Ergebnis wäre, beide haben Mitbestimmung. Trotzdem, wenn die Leute die Wahl haben, wählen sie im Ergebnis das Allerschlechteste. Und zwar am allerschlechtesten für die Allgemeinheit. Und am schlechtesten für sich selber, unter der Prämisse, dass der andere auch was hat. Das heißt, ein schlauer Staat sagt, Mitbestimmung ist Pflicht, denn dann kriegen wir das optimale Ergebnis raus. Ja? Ist das logisch? Wettbewerb führt aber immer dazu, dass wir das Ergebnis unten rechts rauskriegen. Das heißt, das Ergebnis, was für die Gesamtwohlfahrt am schlechtesten ist, denn wir haben ein Gefangenendilemma. Toll. Hat keiner verstanden, sehe ich schon. So. Es gibt die brillante Überlegung, dass Wettbewerb nur dann funktioniert, wenn ich möglichst viel Freiheit habe. Um es ganz trivial zu sagen, je mehr Gestaltungsmöglichkeiten ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wettbewerb funktioniert. Und wenn Wettbewerb funktioniert, ist die Frage, führt er dazu, dass das Beste sich durchsetzt? Also das, was für die Allgemeinwohlfahrt am optimalsten ist, oder führt er dazu, dass sich das durchsetzt, was letztendlich am ineffizientesten ist, weil man sich sozusagen völlig in Details verrennt. Das Problem der Erfolgsmessung habe ich schon erwähnt. Wir wissen nicht, was ein gutes Ergebnis ist. Wir wissen nur, was ein schlechtes Ergebnis ist. Nämlich, wenn es am Ende sozusagen scheitert, wissen wir, das war wohl nicht gut. Und das Problem ist auch, wer guckt sich das an? Für die Arbeitnehmer mag eine Sache gut sein, für die Aktionäre was anderes und für den Staat möglicherweise was Drittes. Das heißt, auch da, welche Interessengruppe setzt sich letztlich durch? Um Ihnen so typische Fragestellungen, die man nicht beantworten kann, zu zeigen, sollte man möglichst viele Unternehmen haben,
Ist es also gut, dass wir sagen, in Deutschland haben wir 1 Million eingetragene GmbHs? Oder wäre es vielleicht besser, wenn wir nur sagen, wir haben nur 100 oder 1000 oder 100.000? Oder sollen wir vielleicht 1 Milliarde haben? Also ist viel gleich gut oder ist wenig, aber dafür ausgesucht besser? Andere Frage: Steigern hohe Anforderungen an die Gründung die Kreditwürdigkeit und die Anlagebereitschaft? Das soll bedeuten, wenn Sie sagen, wir brauchen eine staatliche Genehmigung für die Gründung einer GmbH, würde das dann dafür sorgen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die GmbH steigern würde? Oder ist es einfach nur Quatschaufwand? Schnell gegründet und dann läuft's. Führen hohe Anforderungen zu höherem Vertrauen als niedrige Anforderungen? Dann diese berühmte Arbeitnehmerfrage: Vermindert eine Beteiligung von Arbeitnehmern in der Überwachung der Geschäftsleitung Missbrauchsfälle? Wenn wir sagen, die Arbeitnehmer wollen, das Unternehmen soll lange leben, die Aktionäre wollen den schnellen Euro machen und möglichst schnell Gewinn machen, sind dann die Arbeitnehmer diejenigen, die die Existenz des Unternehmens sichern und Betrug und Untreue verhindern? Und last but not least, können wir die Qualität des Rechts am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens messen? Wenn Sie also sagen, Facebook muss wohl gutes Aktienrecht haben, also einen guten Gesellschaftsvertrag, weil die machen viel Gewinn und da investieren viele Leute rein. Können wir diese Korrelation aufstellen oder gibt es da keinerlei Beziehung? Ist die gesellschaftsrechtliche Frage komplett irrelevant? Geht es nur um das eigentliche Produkt? Ja, zusammengefasst, manche Leute behaupten, man könnte Rechtsordnungen genauso behandeln wie Waren oder Dienstleistungen. Das heißt, wir können alles, was ein VWLer gelernt hat, anwenden auf Rechtsordnung. Dann ist die Überlegung, wenn wir Wettbewerb haben, müsste sich das effiziente Ergebnis durchsetzen und letztendlich die unpraktischen Rechtsformen müssten am Straßenrand liegen bleiben, die müssten aussterben, würden von keinem gewählt. Unser praktisches Problem ist nur, wir haben keine messbaren Kriterien dafür, was besser ist, außer im Umstand, davon gibt es was oder davon gibt es viele oder die machen Gewinn. Da wir keine Kriterien haben, können wir die Qualität des Produkts nicht beurteilen. Wenn wir die Qualität des Produkts nicht beurteilen können, können wir aber auch keinen Wettbewerb haben. Ein Wettbewerb setzt immer voraus, dass einer was zahlt und am Ende irgendwas dafür kriegt und am Ende geguckt wird, ist das werthaltig oder nicht. Das können wir hier nicht, weil wir völlig im Trüben fischen. Das heißt, diese Sache ist sehr fragwürdig. Um Ihnen das noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es noch ein weiteres Problem, nämlich die Anreizproblematik. Warum sollte ein Staat überhaupt ein Interesse daran haben, an diesem Wettbewerb teilzunehmen? Ich habe Ihnen eben gesagt, das verursacht hohe Informationskosten und hohe Entscheidungskosten, ein neues Gesellschaftsrecht zu machen. Was hat Deutschland davon, dass es in Deutschland 1 Million GmbHs gibt? Wäre nicht 1 Million Limited genauso gut für Deutschland? Sie erinnern sich, ich habe über Delaware gesprochen letzte Woche. Und in Delaware ist es so, der Staat lebt von Steuern und Gebühren. 25% des Staatshaushalts sind Gebühren. Ich kann Ihnen sagen, in Deutschland spielen Registergebühren keine große Rolle. Auch der Punkt Arbeitsplätze. Wenn wir britische Limited hätten, bräuchten wir keine Anwälte mehr, ist natürlich Quatsch. Ich könnte Ihnen hier genauso gut das britische Gesellschaftsrecht beibringen und dann könnten Sie jeden beraten im britischen Gesellschaftsrecht. Es würden also keine Arbeitsplätze verloren gehen, wenn ich sagen würde, wir verzichten aufs deutsche Gesellschaftsrecht, wir hängen uns einfach an die Briten an. Die Briten machen das Gesetz und die werden schon wissen, wie es gut ist. Etwas stärker sind die Argumente auf der rechten Seite. Wenn wir unser Gesellschaftsrecht aufgeben, geht das zulasten der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer oder die Gläubiger, die wir über unser System besser schützen wollen, als die Briten es können. Mit der Arroganz, dass wir sagen, wir wissen, wie es richtig geht, die wissen es nicht, dann wollen wir unsere Interessengruppen richtig schützen. Das können wir nicht, wenn wir gar nicht mitspielen im Spiel. Und natürlich ist es ein bisschen so wie beim Fußball. Man hat Nationalstolz, wir wollen sagen, wir spielen auch in der Champions League mit und wir haben nicht nur Kreisliga. Das heißt, auch Deutschland hat das Bedürfnis, in der Profiliga mitzuspielen.
Ob sie es schaffen, ist eine andere Frage. Wenn Sie ein ganz kleiner Staat sind, sagen wir Liechtenstein oder Monaco, dann wird die Sache für Sie interessant. Denn für Sie könnte das mit den Steuergebühren funktionieren. Selbst wenn die Leute nur wenig zahlen, haben Sie damit schon mal ein ganzes Registergericht besetzt und damit haben Sie einen Teil Ihrer Bevölkerung schon mit Arbeitsplätzen versorgt. In Deutschland ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn Sie klein genug sind, rechnet sich das. Briefkastengesellschaftsbetreiber. Das ist ein guter Job. Müssen halt einen Briefkasten mieten und nehmen die Briefe und schicken die weiter. Das ist ein Arbeitsplatz, verdienen Sie im Monat, sagen wir mal, 10.000 Euro und Sie können dann in Monaco leben und haben einen Briefkasten. Das ist für Sie attraktiv und nicht nur für Sie als Unternehmer, sondern auch für den Staat, weil das angenehme Arbeitsplätze sind, die Leute sind zufrieden, verdienen Geld und es geht allen Beteiligten gut. Gleichzeitig ist die Gefahr, dass diese Gesellschaften in Monaco Unsinn treiben, relativ gering, weil sie so klein sind, dass die ihnen nichts tun können. Also die großen Betrügereien machen sie nicht da, sondern die machen sie im Ausland. Also haben sie Interesse, ein Gesellschaftsrecht zu machen, was möglichst billig ist für alle Beteiligten, damit die Leute bei ihnen gründen. Das ist das, was Delaware vorgeworfen wird, dass die kaum eigene Interessen haben, ein gutes Gesellschaftsrecht zu machen, sondern vor allen Dingen ein billiges Gesellschaftsrecht, damit die Leute dahin gehen. Also billig im Sinne von made in Delaware. Und ich habe auch schon gesagt, selbst die Staaten sind nicht ganz so naiv. Die Staaten haben große Informationskosten und stattdessen sagt man, ach komm, Pfadabhängigkeit, wir nehmen das, was wir schon haben. Bevor wir tausende deutsche Anwälte umschulen müssen, lassen wir es, was wir schon haben, wir ändern unser Recht nicht. Und manche Leute sagen einfach nur 1:1 kopieren. Auch das geht natürlich nicht, weil das die Kosten bei den Anwälten nicht einspart. Das heißt, das nützt nichts. Ja, wenn der Staat keinen Wettbewerb macht, dann werden es doch zumindest die Gesellschaften tun. Aber auch da hat der deutsche Staat einen Riegel vorgeschoben. Er sagt nämlich, die Aktiengesellschaft ist an das Aktienrecht zwingend gebunden. Sie darf nur abweichen, wenn das Aktienrecht ausdrücklich eine Abweichung zulässt. Das heißt, der Wettbewerb wird gezielt ausgeschlossen. Kein Gestaltungswettbewerb. Jeder kriegt das Gleiche verpasst. Der Einheitsanzug für alle. Insgesamt, es gibt kaum messbare Anreize, warum man überhaupt mitmachen soll bei diesem Wettbewerb. Es dabei zu belassen, wie es ist, ist meistens die billigere Lösung. Es sorgt auch für eine große Zufriedenheit, nämlich der Anwälte, die oft eine sehr laute Minderheitsgruppe sind. Also wenn Sie Anwälte verärgern, dann macht das irgendwie Stress, weil die immer Pressemitteilungen ausgeben und sowas. Gerade kleine Staaten haben einen Anreiz, aber der Anreiz ist nicht ein Anreiz, gutes Recht zu machen, sondern ein Anreiz, billiges Recht zu machen. Und last but not least sind die Transaktionskosten enorm, weil die Leute sich eben nicht informieren und damit im Grunde auch nur das nehmen, was ohnehin schon auf der Hand liegt. Ja, wenn es schon nicht die Staaten machen, sollten es doch zumindest Sie machen, als Kunden. Sie als Kunde sollten sich doch gut überlegen, ob Sie bei einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH was kaufen oder einer polnischen SPZOO? Antwort, nö. Machen Sie nicht. Warum nicht? Weil es keine einheitliche Lobby der Käufer gibt oder keine einheitliche Lobby der Leute, die irgendwelche Online-Dienste mit ihrem Handy buchen. Es gilt der allgemeine Grundsatz, nur dann, wenn Sie klein und homogen sind, haben Sie überhaupt einen Einfluss auf die Politik. Deshalb funktioniert es im Urheberrecht so gut. Die sind alle dahinterher, möglichst viel Schutz zu erwirken, deshalb gut organisiert und sehr überschaubar. Bei anderen Sachen klappt das nicht, zum Beispiel bei Ihnen als Kunden, als Lieferanten oder sonst was. Sie haben keine einheitliche Lobby. Deshalb stellt sich die Frage, was tun Sie? Ganz einfach, wenn Sie genug Interesse haben, handeln Sie Sicherheiten aus. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung, Grundschuld, Bürgschaft, die werden irgendwie Sicherheiten verlangen.
Wenn Sie nur lediglich geschädigt werden, weil jemand Sie überfährt, haben Sie Pech gehabt. Sehen Sie, die ersten gehen jetzt. Das auch hier. Effizienter Wettbewerb. Ja, Gläubiger haben auch sonst einen relativ starken Einfluss, indem sie sagen, ihr kriegt kein Darlehen, wenn ihr nicht das und das macht. Oder wenn sie sagen, wir liefern nicht an Unternehmen XY. Aber wenn die Gläubiger zu stark werden, führt das mitunter zu einer Überreaktion, indem zum Beispiel gesagt wird, der Geschäftsführer haftet für alle Schäden oder indem gesagt wird, die Gesellschafter haften für Verluste. Das heißt, wenn die Gläubiger zu stark würden, käme auch kein gutes Recht dabei raus. Das wäre also auch nicht wettbewerbsgerecht. Es wäre einfach verzerrt in eine bestimmte Sache. Dass die Gläubiger ein Interesse haben, sehen Sie zum Beispiel daran, wenn Sie die Rechtsform wechseln. Ich habe eben gesagt, Sie werden von der GmbH zur Limited. Dann haben die Gläubiger Anspruch darauf, dass Sicherheit geleistet wird. Oder die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer werden zum Beispiel geschützt, indem sie bei Aufnahme von beim Wechsel der Rechtsform stets mit Verhandlungen geschützt werden. Das heißt, sie kriegen die Möglichkeit, über ihre Rechte zu verhandeln. Und wenn sie sich nicht einigen können, wird im Zweifel der alte Zustand beibehalten. Das heißt, sie verlieren keine Rechte, sondern kriegen im Zweifel immer das strengste System. Das sehen wir aber noch näher in 4 Wochen. Ja, die Gläubiger haben a. keine Lobby auf die Staaten und b. haben sie nur mittelbare Druckmittel gegen die Gesellschaften. Das heißt, sie können nicht unmittelbar Einfluss auf die Gestaltung nehmen, sondern nur mittelbar. Im Zweifel werden sie es auch nicht koordiniert tun, sondern jeder für sich alleine. Das heißt, hier haben wir kaum einen relevanten Einfluss. Die Deliktsgläubiger sind diejenigen, die am ärmsten dran sind, weil die vorher keine Verhandlungsmöglichkeit haben. Die können maximal Lobbying betreiben, aber auch da fehlt die Koordination. So, vorletzter Punkt. Können die Aktionäre sich vielleicht selber schützen? Und da ist der Grundsatz erstmal, dass man sich überlegt, die Manager sind diejenigen, die die Macht haben, die wissen, was im Unternehmen vorgeht, die erstellen die Jahresabschlüsse, die treffen die täglichen Entscheidungen. Manager gibt es meistens nicht viele, vielleicht 10, manchmal 5, manchmal einen. Dadurch können die sich recht leicht koordinieren und können ganz schnell das machen, was den anderen das Geld aus der Tasche zieht. Anleger sind demgegenüber viele. Wenn Sie gucken, die Telekom hat viele Aktionäre und nur wenig Vorstandsmitglieder. Also liegt ja nichts näher, als dass die Vorstandsmitglieder, die wenige sind und viel wissen, den Aktionären, die viele sind und nichts wissen, das Geld aus der Tasche ziehen. Indem sie ihnen Aktien verkaufen, die nichts wert sind zum Beispiel. Oder indem sie einen Großteil des Unternehmensgewinns für eigene Zwecke verwenden und ganz wenig als Dividende ausschütten. Und die Grundthese ist, ein Wettbewerb der Rechtsordnungen würde dazu führen, dass am Ende die Rechtsordnung gewinnt, die den Entscheidungsträgern die meisten Möglichkeiten gibt, den Aktionären das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, eine einseitige, soll man sagen, Benachteiligungsstruktur. Das funktioniert in einem einmaligen Spiel schon. Das Problem ist, sie wollen ja nicht nur heute als Unternehmen bestehen, sie wollen auch ein paar Jahre lang überleben. Und um Gewinn zu machen, brauchen sie Einnahmen. Und Einnahmen können kommen aus dem Verkauf von Produkten oder aus Investment von Aktionären. Wenn Sie aber die Aktionäre verschrecken, weil sie ihnen das ganze Geld wegnehmen und keine Dividende auszahlen, kriegen sie keine Eigenkapitalzuschüsse mehr. Und ohne Eigenkapital gibt es keine Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften. Sie können keine neuen Fabriken bauen, sie können keine Forschung betreiben und schon gehen ihre Einnahmen zurück. Und ohne Einnahmen geht es schlecht. Das heißt, sie müssen Gewinne machen, die ausschütten, um Aktionäre anzulocken, um mehr Gewinne zu machen, die wieder ausschütten, um neue Aktionäre anzulocken. Je mehr Gewinn sie ausschütten, desto
mehr Aktionäre werden Sie haben und desto mehr Geld haben Sie zur Verfügung, um das Ganze auszubauen. Das heißt, in einem langfristigen Spiel werden die Anleger die Unternehmen dazu zwingen, das Modell zu wählen, was ihnen die meisten Gewinne bringt und nicht, was die Vorstandsmitglieder am glücklichsten macht. Denn ein Vorstand ohne Aktionäre funktioniert nicht, also werden die Aktionäre abspringen. Anders ausgedrückt, Delaware funktioniert nicht deshalb so gut, weil es die Vorstände glücklich macht, sondern es funktioniert deshalb gut, weil es auch die Aktionäre glücklich macht. Denn die Aktionäre haben das Gefühl, sie kriegen eine hohe Rendite und das Recht gewährt ihnen genug Sicherheit. Das sagt auch über das deutsche Recht etwas aus. Wenn zum Beispiel das deutsche Recht sagt, ich habe ein Bezugsrecht, das heißt bei einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft kann ich meine Quote, meine Beteiligungsquote erhalten und Delaware sagt das nicht, dann wird es wohl nicht so entscheidend sein. Wenn es entscheidend wäre, würden die Aktionäre deutsches Recht wählen und nicht das Recht von Delaware. Was sind die Qualitätsmerkmale von Delaware? Erstens, wenn der Vorstand wirklich in die Kasse der Gesellschaft greift, dann haftet er streng. Also strenge Haftung bei Untreue oder sonstiger Eigenbegünstigung. Zweitens, es ist leicht, eine Delaware-Gesellschaft zu übernehmen. Wenn Sie die kaufen, haben Sie ruckzuck die Kontrolle, dann haben Sie auch den Vorstand ersetzt. Im deutschen Aktienrecht zum Beispiel, wenn Sie ein Unternehmen kaufen, müssen Sie erst den Aufsichtsrat neu bestellen, dann muss der Aufsichtsrat aus wichtigen Gründen den Vorstand abberufen und das kann dann auch Streitigkeiten verursachen. Das verhindert den Kontrollwechsel und ist möglicherweise ein negatives Merkmal. Und last but not least, Delaware lebt davon, dass Unternehmen da tätig sind. Delaware lebt von der Registrierung. Wenn sie also schlechtes Recht machen würden, würden sie die verlieren. Also kann man darauf vertrauen, dass die nichts spontan oder unbedacht machen werden. Die Rechtsordnung ist glaubwürdig, weil sie davon abhängig ist. Ja, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Aktiengesellschaften leben davon, dass Anleger kommen. Es ist fraglich, ob sich die Anleger über die Details jedes Informations informieren oder ob wir hier Standardisierung brauchen, um zu verhindern, dass ein Missbrauch betrieben wird. Die Deutschen haben, wie Sie gesehen haben, die Idee, alle Aktiengesellschaften müssen gleich sein, weil Aktionäre haben weder die Zeit noch die Lust, sich Gesellschaftsverträge anzugucken. Wir brauchen ein Einheitsprodukt, damit man sich nur anhand der Resultate entscheiden kann. Die Amerikaner sagen, der Aktionär wird sich schon informieren und der Marktpreis spiegelt die Qualität der Satzung wider. Dann Rechtsordnungen, welche eine Ausbeutung der Aktionäre durch die Geschäftsleitung ermöglichen, müssten am Markt scheitern, schlicht deshalb, weil sie dann keinen Kapitalnachschuss mehr bekommen und ohne weiteres Kapital fährt die Gesellschaft irgendwann vor die Wand. Und schließlich, es ist nicht ganz klar, ob der Staat eine hinreichende Information hat, um überhaupt die Anlegerinteressen durch Zwingungsrecht zu gewährleisten. Das heißt, der Wettbewerb führt im Zweifel dazu, dass die Anlegerinteressen schneller wiedergespiegelt werden, denn Aktienkauf und Verkauf geht in Minuten. Eine Gesetzesänderung braucht schon einen gewissen Vorlauf. Das heißt, Gestaltungsfreiheit läuft so vor sich hin. Ja, letzte Frage. Was ist denn nun, wenn Sie eine Gesellschaft gründen? Woran orientieren Sie sich? Und man hat dazu Untersuchungen durchgeführt und hat festgestellt, die Leute handeln im Grunde irrational. Sie orientieren sich nämlich primär an den Gründungskosten. Das heißt, an den Kosten, die sie haben, an den Fixkosten, die sie haben, um die Gesellschaft neu zu erschaffen. Das erfasst Notargebühren, Registergebühren, Beratungskosten durch einen Anwalt und es erfasst das Mindestkapital, was aufzubringen ist. Keine Rolle spielen demgegenüber die laufenden Kosten, weil die laufenden Kosten beachtet man eben beim Zeitpunkt der Gründung noch nicht. Die mögen später eine Rolle spielen, bei der Entstehung sagt man, ach, Hauptsache, ich bin schnell auf dem Markt.
Auch keine Rolle spielt die Struktur. Das heißt, all die tollen Fragen, die den Juristen interessieren, brauche ich einen Aufsichtsrat, wie viel Kapital brauche ich, wann darf ich zurückzahlen, spielen hier praktisch auch keine Rolle. Größere Unternehmen sagen demgegenüber, es ist wichtig, für wie viel ich es an der Börse verkaufen kann. Also das heißt, wie akzeptiert meine Gesellschaft letztendlich bei den Aktionären ist. Dann die Frage, wie leicht bin ich zu übernehmen? Können mich große Haie fressen oder bin ich davor geschützt? Und last but not least, wie kann ich als Gründer möglichst viel Gewinn machen? Das heißt, wie kann ich Kontrolle behalten und oder meine Aktien zu Geld machen? Wenn Sie diese beiden Gedanken kombinieren, die Bedürfnisse der Beteiligten, gibt es eine ganz einfache Schlussfolgerung, nämlich keine Regulierung ist gute Regulierung. Lass die Leute machen, wie sie wollen. Der Staat kann es nur noch schlimmer machen. Und de facto wissen wir auch, es wechselt niemand die Rechtsform. Die Fahrtabhängigkeit ist enorm hoch. Wenn Sie einmal deutsche Gesellschaft sind, gehen Sie kaum ins Ausland. Ich habe Ihnen zur Illustration mal hier die Societas Europaeae gezeigt, also die SEs. Und das interessante Merkmal dieser Rechtsform ist, Sie können hier eine Aktiengesellschaft haben, mit der Sie jederzeit in einen anderen Staat ziehen können. Und das Hauptziel war auch, mobile Großunternehmen zu ermöglichen. Von allen bestehenden SEs haben gerade mal 4% ihren Sitz in einen anderen Staat verlegt und das ist so gut wie nichts. Bei GmbHs liegen wir bei unter 1%, die ihren Sitz ins Ausland verlegt haben oder umgekehrt. Das heißt, diese Zahl der Formwechsel in eine andere Rechtsform ist schlicht nicht existent. Man bleibt bei dem, was man hat. Ein Argument, was früher, als ich jung war, immer kam, war, das ist das Steuerrecht schuld. Das geltende Steuerrecht macht diese Probleme nicht mehr. Das geltende Steuerrecht sagt Ihnen einfach, Sie müssen da versteuern, wo Sie das Geld machen. Wenn Sie also Geld in Deutschland machen, müssen Sie Umsatzsteuer in Deutschland zahlen. Wenn Sie Ihre Betriebsstätte in Deutschland haben, müssen Sie da Gewerbesteuer und da Einkommensteuer zahlen. Es spielt keine Rolle, welche Rechtsform Sie haben. Das Steuerrecht ist da inzwischen sehr liberal. Das heißt, das Steuerrecht ist nicht das Problem, es ist eher ein psychologisches Problem. Wir haben eine hohe Fahrtabhängigkeit. Ja, damit sind wir mit diesem Thema Wettbewerb der Rechtsordnungen am Ende. Haben Sie dazu Fragen? Nö. Ja? Kleine und mittlere Unternehmen. Also die Unternehmen, die wir als Mittelstand bezeichnen würden. Mit überschaubarem Gesellschafterkreis und überschaubarer Marktrelevanz. Weitere Fragen? Ja? Ja. Das haben Sie auch getan. Nur das sind jede Menge. Ja. Muss man die für die Klausur alle können? Oder? Die sollen gar nicht die Aufsätze können. Die sollen den Inhalt können. Also, Sie hatten in der ersten Stunde gesagt, dass man die alle mal durchlesen wollte. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie können sollen, sondern nur lesen. Okay. Das ist ein Unterschied. Also, die müssen jetzt nicht sagen, das hat sowieso in dem Aufsatz sowieso gesagt, sondern sie sollen. Sondern es soll einfach nur, dass Sie sozusagen informiert sind. Und Sie werden überrascht sein, es gibt viel mehr Aufsätze als die. Ja, also gucken Sie sich mal die Fragen an. Wenn Sie die beantworten können, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wenn nicht, dann schon. Ja, dafür habe ich die Fragen ja reingestellt, damit Sie das gucken können. So, das zweite Thema ist das Thema Haftung. Sie sehen, das schaffen wir jetzt in den nächsten 3 Minuten nicht. Aber eine Sache, die Sie hoffentlich alle schon mal nachvollziehen können, ist Haftung. Warum gibt es Haftung? Und die Antwort lautet,
Haftung soll dazu führen, dass unsere Krankenkassen, Unfallversicherung und Ähnliches oder auch die Sozialhilfe nicht zu sehr belastet werden. Warum? Wenn Sie vom Auto angefahren werden und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, müssen Sie trotzdem irgendwo von leben. Und das zahlt entweder der Staat oder es zahlt ein Schädiger. Und es ist einfacher, den Schädiger zahlen zu lassen, weil der hat immerhin irgendwas dafür getan, als das Risiko auf die Allgemeinheit zu verlagern. Das heißt, das Schadensrecht führt schlicht dazu, der Schaden wird da festgemacht bei demjenigen, der es verhindern kann, und schafft damit positiv gleichzeitig auch einen Anreiz, dass er sich bemüht, das zu verhindern. Ja? Tolle Lösung aller Probleme. Dann stellt sich aber die Frage, warum sollte jemand bis zu einem beschränkten Höchstbetrag haften? Denn die Folge ist ja, den Restbetrag zahlt entweder das Opfer aus eigener Tasche oder es zahlt die Allgemeinheit. Das heißt, wenn Sie angefahren oder wenn ein Atomkraftwerk explodiert und das haftet Ihnen gegenüber nur in Höhe von 5 Euro, dann muss irgendwo der Restbetrag herkommen und entweder Sie zahlen aus eigenem Vermögen oder Sie kriegen staatliche Zuschüsse. Also lautet die Frage, warum machen wir das? Das andere Problem, was sich die Ökonomen immer stellen, ist, diese Verhaltenssteuerung klingt immer toll, wenn wir an das Autofahrerbeispiel denken. Der Autofahrer, der fährt und entweder mit Tempo 200 durch die Stadt fahren kann oder sich an die Verkehrsregeln halten kann. Der wird sich an die Verkehrsregeln halten, weil er weiß, wenn ich erwischt werde, wenn ich schnell fahre, verliere ich meinen Führerschein und wenn ich einen Tod fahre, dann wird das ganz schön teuer für mich. Funktioniert das auch bei einem Unternehmen, was ein Atomkraftwerk betreibt, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass es zum Super-GAU kommt, aber sie immerhin vorhanden ist? Denn da hat die Verhaltenssteuerung ein gewisses Problem. Der Mensch denkt rational und denkt sich, das ist so unwahrscheinlich, das klammere ich mal aus. Das heißt, diese verhaltenssteuernde Ebene greift bei diesen Massenschäden nicht mehr ein. Ja? Gut. Das deutsche Gesellschaftsrecht kennt eine Regel im HGB für die offene Handelsgesellschaft, wo drin steht, die Gesellschafter haften für alle Verbindlichkeiten persönlich. Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. Nicht schwierig. Der BGH hat gesagt, das ist sogar ein allgemeiner Grundsatz, immer derjenige, der Geschäfte betreibt, haftet für alle daraus entstehenden Verbindlichkeiten mit seinem gesamten Vermögen. Das klingt alles noch sehr intuitiv, sagen Sie, das ist ja einfach. Das führt aber zu gewissen Problemen. Das erste Problem ist zum Beispiel der geschlossene Immobilienfonds. Sie haben einen Immobilienfonds und Sie haben da Wohnungen in Dresden, irgendwo in einem Industriegebiet, alles verrußt und hässlich. Und Sie haben gesagt, das ist die Zukunft, da kommen jetzt Studentenwohnungen hin und haben da Ihr ganzes Geld investiert. Und nun kann es passieren, dass sich herausstellt, es wurde beim Tapezieren Asbest verwendet oder da sind Altlasten und auf einmal entstehen Schulden in diesem Immobilienfonds, die über Ihre Einzahlung hinausgehen. Und nach den Regeln, die wir eben gesagt haben, wurden Geschäfte getätigt in Ihrem Namen und Sie haften dafür unbeschränkt mit Ihrem gesamten Vermögen. Das heißt, auf einmal kommt dann jemand und sagt, so, ich kriege von dir 1 Million, weil du hast für 1.000 Euro in diesen Immobilienfonds investiert. Dass das nicht so sein kann, hat der BGH auch erkannt und gesagt, wenn Sie investiert haben in der Annahme, dass die Haftung beschränkt ist auf die Einlage, dann werden Sie geschützt. Aber nur für Altfälle. Seitdem der BGH die Rechtsprechung geklärt hat, haben Sie Pech gehabt. Das heißt, wenn Sie heute Anteil an einem Investmentfonds kaufen, Pech gehabt. Also der Immobilienfonds ist heutzutage genauso durchgriffshaftungsgefährdet wie alle anderen Anlagen auch. Gut, ich habe gesagt, das ist alles toll mit der persönlichen Haftung. Wie kann man damit umgehen? Und wir haben gewisse praktische Möglichkeiten. Und die einfachste Möglichkeit sieht man oft bei Handwerkern, die nämlich, weil sie das Insolvenzrisiko schon ahnen, das ganze Vermögen auf die Frau übertragen. Das heißt, der Ehefrau gehört das Auto, der Porsche, der Ehefrau gehört das Haus, der Ehefrau gehört das Pferd. Das ist alles Vermögen der Ehefrau und der Mann hat schlicht nichts.
Damit ist der Mann haftungssicher. Denn im schlimmsten Fall, wenn jemand zu viel Geld von ihm will, sagt er, ich bin insolvent, mache Restschuldbefreiung. Das heißt, bei mir ist nichts zu holen. Sie kennen das bei Franjo und Verona Poth zum Beispiel. Franjo Poth treibt sein Unternehmen in Insolvenz, macht ihm aber nichts aus, weil Verona hat ein Haus und ein Pferd und ein Auto. Das geht. Das ist völlig legal, ist unsere Rechtsordnung völlig akzeptiert. Keine Gesamthaftung für Schulden der Ehegatten. Wenn Sie nicht verheiratet sind, weil Sie keinen lieben oder keinem vertrauen, gibt es Variante B. Sie können einen Strohmann einschalten. Das heißt, Sie gehen hier so in Bonn, da gibt es diese Unterführung am Bahnhof, und dann gibt es immer so nette Leute, die sitzen da immer und sagen, hast du mal einen Euro? Und sagst du, willst du nicht Gesellschafter werden? Ja? Und dann suchen sich zwei von denen und sagen, ihr seid die Gesellschaft, ich führe die Geschäfte für euch, kein Problem. Und dann, wenn es in die Haftung kommt, sagen sie, ich bin nur der Vertreter, ich bin der Prokurist, ich hafte ja für nicht, ich bin nur Angestellter, wenden sich bitte an meine Chefs und in der Bahnhofspromenade. Das geht, das ist auch völlig legal, das ist nicht böse, also es geht. Und die dritte Variante ist, Sie schaffen Ihr Vermögen ins Ausland, das gehört immer noch Ihnen. Dann kann man auch vollstrecken gegen Sie. Das einzige Problem ist, dann sollen die mal den deutschen Gerichtsvollzieher irgendwo auf den Malediven die Häuser beschlagnahmen lassen, das klappt nicht. Das heißt, derjenige, der das Urteil gegen Sie erstreitet in Deutschland, der hat dann ein Problem, an Ihre Immobilien im Ausland ranzukommen, weil der deutsche Richter da nichts im Grundbuch ändern kann. Das heißt, ein praktischer Weg ist, die Vollstreckung dadurch zu erschweren, dass Sie Ihr Vermögen irgendwo hinschaffen, wo der deutsche Staat keine Gewalt mehr hat. Und das ist fast überall in der Welt so. Also wenn Sie ins Ausland schaffen, das Geld ist auch eine Lösung. Also Sie sehen, die persönliche Haftung funktioniert wunderbar, außer Sie sind schlau. Dann haften Sie immer noch persönlich, aber dummerweise gibt es nichts, wo man drankommen kann. Ja? Oder wie man sagt, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. So. Es gibt noch ein zweites Problem. Wir sagen nämlich aus Gerechtigkeitsgründen, wenn ich schon persönlich hafte, dann soll ich doch zumindest ein Mitentscheidungsrecht haben. Oder mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Oder umgekehrt halt, mit großer Verantwortung kommt auch große Macht. Ja? Das ist nicht gut. Sie denken sich, ist auch tolle Sache. Wenn Sie aber 50 Leute haben, die alle Macht und Verantwortung haben wollen, dann einigen Sie sich mal mit denen. Da kriegen Sie nie eine Einigung hin. Das ist extrem aufwendig. Die verursachen enorme Koordinationskosten in dem Moment, wo Sie eine Menge von X haben. Je mehr Macht die Leute haben, desto nerviger werden die. Das gilt nicht nur im BGB, das gilt sogar im Handelsrecht. Da hat nämlich jeder Gesellschafter ein Widerspruchsrecht. Das heißt, die können sagen, das will ich nicht. Und dann haben sie Pech gehabt. Also Sie sehen, durch diese Mitspracherechte haben sie einen enormen Bremsklotz am Hals. Der Preis der Haftung ist der Aufwand der Koordination. Um Ihnen das deutlich zu machen, habe ich es mal grafisch illustriert. Wenn Sie ein Unternehmen haben, mit einem Unternehmer, haben Sie kein praktisches Problem. Dann haben Sie die Alleinentscheidungsbefugnis und Sie haften auch alleine für die Tätigkeit. Das ist eine tolle Sache, scheint einfach. Jetzt haben Sie aber nicht nur ein Unternehmen, Sie haben sogar 10 Unternehmen. Das verursacht jetzt ein praktisches Problem, denn Sie haften in jedem der 10 Unternehmen unbeschränkt persönlich. Das bedeutet, Sie müssen bei allen 10 Unternehmen darauf achten, dass Sie keinen Blödsinn bauen. Denn wenn die Blödsinn bauen, ist Ihr ganzes Geld weg. Es reicht nur, wenn einer Mist baut. Jetzt sind Sie Großaktionär, Warren Buffett, 1000 Unternehmen. Sie müssen bei 1000 Unternehmen jeden Tag gucken, dass Sie keinen Mist bauen, weil Sie haften würden. Und es reicht, wenn einer von den 1000 Mist baut. Und das Ganze wird extrem teuer. Der Überwachungsaufwand steigt also mit der Zahl der Unternehmen, weil jedes einzelne kann Sie pleite machen. Jedes einzelne Unternehmen reißt Sie in die Insolvenz. Das Ganze können wir aber auch anders skalieren. Wenn wir ein Unternehmen haben oder 10 Unternehmen mit 10 Unternehmen, die jeweils beteiligt sind, dann müssen Sie bei jedem Ihrer Mitkollegen gucken, ob er noch genug Geld hat. Solange der noch Geld hat, können Sie bei dem Rückgriff nehmen. Also wenn Sie 2 Millionäre haben, die gemeinsam Unternehmen haben, kann jeder sich von dem anderen das Geld wiederholen, was er gezahlt hat. Wenn der eine aber Bettler ist und der andere ist Millionär, wird im Zweifel immer der Millionär haften.
Das heißt, Sie müssen nicht nur gucken auf Ihre Unternehmen, sondern auch auf Ihre Mitgesellschaft, ob die noch Geld haben. Das heißt, Sie müssen regelmäßig vorbeischauen und sagen, wie viel Geld hast du auf dem Konto. Das heißt, Sie haben einen horizontalen Überwachungsaufwand. Und stellen Sie sich eine Aktiengesellschaft vor, wo alle Aktionäre persönlich haften, dann müssten Sie über jeden einzelnen Aktionär genau gucken, wie viel Geld der hätte. Also Sie können sich vorstellen, dieser Überwachungsaufwand wird exponentiell. Gleichzeitig wird aber auch jeder bei Ihnen reinschauen wollen. Das heißt, Sie kriegen jeden Tag Tausende von Anfragen, nämlich 999, wie sieht es denn bei dir aus, hast du noch Geld? Und immer dann, wenn eine Entscheidung in dem Unternehmen getroffen werden soll, wollen auch alle mitreden, weil ja alle wissen, wenn es schief geht, haften wir unbeschränkt. Das heißt, der Koordinationsaufwand ist enorm. Also Sie können sehen, um den zusammenfassenden Satz zu bringen, Kontrolle skaliert schlecht. Wir haben keine Möglichkeit, Kontrolle zu skalieren. Die praktische Lösung ist immer Mehrheitsentscheidung, aber Mehrheitsentscheidung ist bei persönlicher Haftung kaum zu vertreten. Ein Grundsatz allgemeiner Mehrheitsentscheidung bei persönlicher Haftung schwierig. Ja, und wie diese spannende Geschichte ausgeht, erfahren Sie dann in der kommenden Woche. Sie können gerne mir alle schwierigen Fragen anonym im Forum stellen. Wenn Sie die Veranstaltung so verwirrend finden, können Sie das auch da reinschreiben. Wenn Sie finden, das ist zu schnell, können Sie es auch da reinschreiben. Wenn Sie sagen, das ist zu langsam, können Sie es auch reinschreiben. Wenn Sie sagen, es ist zu einfach, können Sie es auch schreiben. Also ich bin für alle Ideen offen. Ich kann auch gerne noch mehr mit Formeln arbeiten, um Leute hier zu verschrecken. Also ich bin für Vorschläge und Kritik durchaus bereit. Vielen Dank.